Nachdem der Unternehmer Johann Haberl 2007 das Hotel Larimar eröffnet hat, gab es viele Um- und Ausbaustufen. In den Ausbau wurden über 2,7 Millionen Euro investiert. Beim heutigen Pressegespräch wurde der Großteil des Aus- und Umbaus präsentiert. Unter dem Motto Hotel, Therme und Wellness mit Nachhaltigkeit wurde der Ausbau durchgeführt. Jetzt erstrahlt das Hotel Larimar in neuem Glanz. Das ist einer unserer Ayurveda-Räume. Wir haben zwei Ayurveda-Ärzte im Haus und vier Therapeuten, die hier die authentischen Ayurveda-Behandlungen durchführen. Bitte noch mal da. Den Tisch haben wir auch extra. Genau. Das Inventartisch bzw. auch der Shiradhara, der Stirnrhythmus, wurde alles aus Indien importiert. Holz, Mangoholz ist ein Stück. Neu ausgebaut wurde auch das Lager, die Kühl- und Tiefkühlräume für die Küche, aber auch das Restaurant, wo dann auch das Eröffnungsband durchschnitten wurde. Meine Damen und Herren, es ist soweit, die feierliche Eröffnung wird von uns jetzt durchgeführt. Wir schneiden symbolisch dieses Band für dieses großartige Ausbau. Damit ist die offizielle Eröffnung dann auch offiziell geworden, wenn das Band durchgeschnitten ist. Alles Gute, viel Erfolg. Danke vielmals. Ritsche, Ratsche. Schneiden wir? Ja, sehr langsam. Eins, zwei, drei. Super, jeder hat ein Bandel. Jeder hat ein Bandel. Jawohl. Ja, genau. Ich kann das gleich mal als Verzierung nehmen. Ja, passt, genau. Genießen Sie die komplette Präsentation und hören Sie Statements von Politikern. Also ist am besten. Im Timing wäre es so geplant, dass ich in einer halben Stunde oder 20 bis 30 Minuten fertig bin. Dann würde ich den Bürgermeister bitten und dann die Frau Präsidentin. Da können wir nur einen Mini-Rundgang machen, weil das, was geplant war, geht aufgrund der Wettersituation leider nicht. Da gehen wir irgendwann ins Restaurant, das sehr, sehr schön geworden ist, sehr luxuriös geworden ist. Und dann haben wir dort ein Band. Würde dann bitten, Frau Präsidentin, Herr Bürgermeister, Daniela und ich das und der Johannes, dass wir das gemeinsam durchschneiden. Meine Partnerin Daniela und mein Sohn Johannes. Kennt ihr aber, glaube ich, schon alle, oder? Gut, so wäre der Plan. Und anschließend wäre dann an der Bar ein bisschen ein unterfrisante Empfang. Wie lange hast du Zeit? Ungefähr. Was sagst du? Alles gut. Alles gut. Okay, gut. Dann mache ich das ein bisschen durch. Das Larimar steht für Wellness und für Gesundheit. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr, sehr viele Stammgäste haben. Auch teilweise aus ganz Europa, die auch länger bleiben. Und deshalb eine sehr gute Auslastung, da sind wir sehr froh und dankbar dafür. Ich habe das Hotel gebaut, nach 10 Monaten, im 1. Juni 2007 eröffnet und seither, also nach 5 Jahren, ständig auch erweitert. Das heißt, immer dran, was kann man noch verbessern, was kann man noch schöner machen. Und jetzt geht es darum, für Gäste was zu verbessern, und aber auch für die Mitarbeiter, aber auch für die Ökologie. Und das ist jetzt insgesamt ein wichtiges Anliegen. Wie ich das erste Mal nach Stegersbach gekommen bin, habe ich diesen Blick gesehen. Zum Schriebenstein, Hirschenkogel, bucklige Wellen, Hochwechselmassiv. Das hat mir sehr imponiert. Dieser 100 Kilometer Blick hat mir sehr gut gefallen. Ich war davor 21 Jahre in Bad Waltersdorf, die Therme mitbegründet 1984 und 21 Jahre geleitet, geführt und aufgebaut und Wellenhotel dazu gebaut. Und dann habe ich mich ein bisschen verändern wollen und das war dann eine gute Gelegenheit. Der Bürgermeister hat mich damals sehr unterstützt, der Landeshauptmann, die Präsidentin auch. Und die Fördermittel waren auch recht gut. Okay, dann gehen wir es an. Ich bin quasi Alleineigentümer und wir haben doch bis jetzt über 30 Millionen schon investiert. Und irgendwann, wenn er reif ist, wird hoffentlich mein Sohn das weiterführen. Aber wir haben noch Zeit bis dorthin. Ja. Hoppala. Wir schauen, wie das geht. Also es ist ja schön, auch die Gäste lieben diesen Blick. Wir tun es bewusst auch im Vordergrund setzen immer wieder. Und vor allem unser große, also wir haben den Wellnessbereich 2019
sehr groß erweitert mit zwei Schwimmbecken, mal die Gebäude, den Gartenbereich erweitert und seither haben wir schon, sind wir wirklich in geworden. Das heißt, die Gäste schätzen uns sehr, das was wir bieten, punkto Wellness, punkto Gesundheit, aber auch punkto Gartenlandschaft, die auch einzigartig ist mit Zypressen, mit Olivenbäumen da hinten, sehr viel Wein, Urhudlerwein haben wir sehr viel da, dann die Fische, das sind Kois aus Japan und der ganze Nacktbereich hier, also der textilfreie Bereich, der wirklich großartig ist und wo wir 99,9% Zustimmung haben von unseren Gästen und das freut uns natürlich auch sehr, dass alles sehr gut ankommt, was wir machen. Wir haben Thermalwasser von der Therme, wir haben, ich mache nur kurz, weil nicht alle alles kennen, darum mache ich kurz einen Rückblick. Textilbereich hier mit Thermalwasser, Thermalwasser, mit Meerwasser, mit Süßwasser, also vier Becken Textilbereich. Wir haben eine sehr lange Öffnungszeit, wir verwöhnen unsere Gäste, das ist mir sehr wichtig. Wir sind immer für unsere Gäste da, Tag und Nacht ist die Rezeption besetzt, hinter Deich, große Landschaft hier. Und das ist alles der Textilfreibereich mit 7 Saunen, mit 4 weiteren Becken, mit Meerwasser, Thermalwasser, mit Kaltwasserbecken. Und hinten noch ein Schwimmbecken im Textilfreibereich, gibt es noch eine große Kneippanlage. Also die Gäste loben uns sehr und das freut mich auch, dass wir da richtig unterwegs sind. Ein Highlight, 2019 gemacht, das Infinity Pool mit 20 Meter, mit Blick nach Stegersbach zum Rathaus, zum Bürgermeister, also da freuen sich die Leute immer sehr. Ja. Und ist auch ein schöner Blick hinunter. Und viele Gäste sagen, ja, das ist fast so wie im Frial, ja, dieser schöne, weiche Blick. Dann eben die unterschiedlichen Wasserqualitäten, mit Thermalwasser 36 Grad, das ist wichtig, dann das Meerwasser mit 32 Grad und das Schwimmbecken mit 28 Grad. Gerade jetzt im Sommer besonders wichtig zum Abkühlen. Hier noch einmal der wunderschöne Blick hinunter Zypressen, nach Stegersbach hinunter. Auch der Innenbereich ist wichtig, also wir haben 230 Liegen im Innenbereich und 230 Liegen im Außenbereich, wir haben 200 Betten. Und da sind wir sehr großzügig, also von sucht niemand eine Liege, weil immer mindestens 20, 30 Liegen frei sein müssen, damit die Leute Disponierungsmöglichkeiten haben, einmal da liegen, einmal da liegen, einmal da liegen. Das ist eine große Galerie, wo sie liegen können oder unten liegen. Und ein bisschen auseinandergestellt dann, auch 36 Grad. Und die Leute lieben es sehr, hinauszubaden, hinauszuschwimmen, ins nächste Becken zu gehen, ins nächste zu gehen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Wellness-Situation. Saunabereich habe ich schon gesagt, mit 7 Saunen, 4 weiteren Pools und 3 Poolbereiche und 2 große Terrassen. Eine ist mit Textil und eine ist eine Textilfreiterrasse, die sehr, sehr beliebt ist bei den Gästen. Also sanieren auch im Sommer, ein wichtiges Thema. Dann sind wir im Spa-Bereich, Behandlungsbereich, wirklich großartig. Wir haben über 22 Therapeuten, 5 Ärzte. Und haben echte Spezialisten, zum Beispiel bei Wirbelsäulenerkrankungen, haben Osteopathen eine Heilungsrate von über 95%. Und auch ganz tolle Behandlungen, mit über 150 verschiedene Behandlungen, auch im Kosmetikbereich, so habe ich jetzt nicht alle Bilder mit. Und heute alles sehr edel gestaltet mit vergoldeten Tapeten und so weiter. Das Ambiente ist uns auch sehr wichtig. Im Gesundheitsbereich haben wir dann spezielle Kuren, Detox-Kuren, Intervallfasten, Heilfasten, Epix-Meyer-Kuren. Ayurveda ist ein ganz großes Standbein bei uns, wo das Publikum europaweit zu uns herkommt. Und weil wir ja 2 sensationell gute Ärzte haben in diesem Bereich und 4 Therapeuten aus Indien. Und das ist ganz wichtig, wenn wir eben Sauerstoffkuren, Rückenkuren, normale klassische Kuren, wo auch Gäste da sind. Burnout ist ein sehr starkes Thema und auch Tinnitus. Wobei das nicht bei jedem funktioniert, aber es ist bei jedem eine Erleichterung. Das heißt, wir haben uns, oder ich bin persönlich sehr viel beschäftigt mit Zivilisationskrankheiten, die immer mehr werden, vor allem seit Corona mehr werden. Und das ist für mich ein wichtiges Thema, dass wir im medizinischen Bereich uns auch künftig noch weiterentwickeln werden. Das Spa-Bereich deckt mehrere Bereiche ab, eben Entspannung, dann Heiltherapien, Spezialkuren, und viele ärztliche Behandlungen. Insgesamt haben wir 5 Ärzte, die immer zugleich da sind, die wirklich eine tolle Arbeit machen, alles im natur- und alternativmedizinischen Bereich. Dann Ayurveda,
liegt wirklich toll, du gehst ja aus der Schweiz da, aus Norddeutschland da. Und durch diese Spezialangebote gelingt es eben, Gäste von weiter her nach Stegersbach zu bekommen. Muss natürlich entsprechend beworben werden, hauptsächlich im Internet und in speziellen Medien, damit es auch funktioniert. Nichts geht automatisch, alles muss sozusagen initiiert werden, beworben werden, Strategien gemacht werden und langfristig umgesetzt werden. Nichts ist kurzfristig, alles machen wir langfristig und nachhaltig. Einer der beiden Ärzte, Dr. Ramesh, der wirklich, was der den Leuten an wichtigen Informationen über die Gesundheit geben kann, das ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, weil Studien zeigen, es sind nur ca. 15% der Menschen wirklich gesund, 17-18% schwerkrank und in der Mitte drinnen, die ein bisschen Bewegung haben, Reizwe haben, Durchblutungsstörungen haben, Übergewicht, die sind sozusagen unsere Zielgruppe neben den Wellnessgästen. Wir haben eine sehr hochwertige Küche, sind biozertifiziert seit Anfang an, haben die grüne Haube, kriegen nahezu monatlich Auszeichnungen, haben jetzt eine neue bekommen von Falstaff im Gesundheitsbereich unter den Top 3 betrieben zu sein. Wir haben vor 2 Jahren die Auszeichnung bekommen, Health Spa Awards europaweit die Nummer 3 zu sein. Also wir sind in diesem Bereich sehr, sehr stark unterwegs. Was ist uns wichtig oder was ist mir wichtig und meinem Team wichtig? Beste Gesundheits- und Unterholungsprogramme für Verbesserung der Gesundheit der Gäste. Das heißt, die Gäste müssen einen effektiven Nutzen haben, dann sind wir zufrieden. Wir haben ein sehr familiäres Klima mit Gästen und auch mit Mitarbeitern, also wir halten wirklich sehr schön zusammen und sind auch deshalb ein sehr, sehr starkes Team. Es geht ständig um Weiterentwicklung im Software- und im Hardware-Bereich. Also jetzt haben wir 9 Projekte umgesetzt, wir hatten einen Monat zu, das kommt dann gleich. Es geht auch um eine nachhaltige Unternehmensführung. Das heißt, wir sind hier auch im Öko-Bereich, glaube ich, längere Zeit schon Vorreiter. Nicht seit es aktuell geworden ist mit den Medien, sondern eigentlich schon immer. Wichtig ist Gesundes als Küche und Keller. Wir haben Weine hauptsächlich Bio-Demeter, nachhaltig produzierte Weine. Alle anderen wollen wir nicht mehr haben, weil ich weiß, ich bin hoher Weinritter, was im Wein alles möglich ist und was wir nicht drin haben wollen, weil es gesunde Weine sein sollen. Hotel durch Nahwärme, da sind wir auch sehr dankbar. Das Nahheizwerk in Stegersbach, CO2-neutral, wir werden mit Holzwärme beheizt und das ist sehr, sehr angenehm. Hat eine höhere Effizienz, wie früher mit Gas zum Beispiel. Also wir brauchen, es kostet zwar ein bisschen mehr, aber wir brauchen ca. 1 Million kWh weniger an Wärmeenergie, ist 2,5 Millionen ungefähr, und davor waren es 3,3. Das heißt, wir brauchen weniger, das ist natürlich teurer, muss man jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also wird es ziemlich gleich sein. Das heißt, weil die Effizienz eine andere ist, bei der Gasheizung heizt dieses System auf, kühlt sich wieder ab, das System muss sich erwärmen, bis wieder die Leistung bringt, und bei der Fernwärme habe ich immer 100 Grad. Ich nehme, was ich brauche, und schicke zurück, was ich nicht brauche. Und auch die Menge wird dann auch super reguliert, also Wassermenge und Temperatur. Und das haben wir eben in Betrieb genommen, unsere Photovoltaikanlage am Dach des Hotels und auch am Dach vom Mitarbeiterhaus. Wir werden so 170 bis 200.000 kWh schaffen. Das ist schon beachtlich. Werden wir schauen, ob noch ein bisschen mehr geht in Zukunft. Einen sehr hohen Grad an Wärme- und Kälterückgewinnung, das heißt, die Luft, die hier abgesaugt wird, geht in den Keller, wird dort die Wärme entzogen, über spezielle Plattenwärmetauscher und die Zugefüllte mit der Wärme. Oder wenn es sehr kalt ist, wird die Kälte entzogen, wird die Zuluft wieder gekühlt. Das ist alles Frischluftanlage im ganzen Haus. Das heißt, auch das war bei der Corona-Zeit sehr, sehr wichtig, viel Frischluft zu haben. Und haben auch profitiert davon und nie ein Problem gehabt. Dann, dass wir nachhaltigen Wellness-Gesundheitstourismus machen, das ist seit jeher so. Auch beim Bau viel Ziegel verwendet, was heute kaum mehr in ist. Ja? Und mit begrünten Dächern, viel Holz. Wir sind biozertifiziert, habe ich gesagt, und haben eine sehr, sehr gute Küche. Wir haben 21 Köche beschäftigt und da brauchen wir die Hände von 5 Uhr früh bis Mitternacht. Dann weitgehend saisonale, regionale, biologische Lebensmittel und Getränke. Wir haben viele Lieferanten, die wir uns aufgebaut haben, sei es Rinderzüchter, Schweinezüchter, zum Beispiel der Unger aus der Nähe von Datzmersdorf, der Ungerhans, tolle Produktion mit Bio-Schweindeln. Wir haben den Elbons als unten als Wildeien, die uns Bio-Schafe liefert,
und haben auch viele Lieferanten, die uns mit versorgen. Deshalb war es auch notwendig, die Lagerräume zu erweitern und die Kühl- und Tiefkühlräume zu erweitern. Und ich habe die Zeit dann genutzt, wenn schon zu ist ein Monat, dann machen wir möglichst viel. Auch im Bereich der Biodiversität auf unseren Grundstücken, wir haben sehr viele Insektenwiesen, wir haben eigene Öko-Inseln, die wir nicht berühren, ja, die zu unserem Grundstück dazugehören. Wir haben mehrere Teiche, der Schutz von Flora und Fauna ist alles selbstverständlich. Wir haben zwei Gärtner, zwei Öko-Gärtner, das ist ganz wichtig. Und die sind auch schon alle besämt, die werden dann auch grün werden mit Sedum, mit Kräuter und mit Blumenwiesen dabei. Da sieht man ein bisschen die Öko-Inseln heraus hier in diesem Bereich, wo wir nichts tun hinein, wo sehr viele Igel sind, Fasane, Wiedehopf haben wir drinnen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, also ich verwende ja den Begriff, nicht den Begriff Umwelt, ich verwende den Begriff Mitwelt. Wir leben mit dieser Welt und dieser Welt, deshalb habe ich eine andere Begrifflichkeit. Wieder der schöne Blick hier in Schriebenstein. Da gibt es noch einmal ganz kurz, also gibt es einen Mitarbeitereingang, Mitarbeiterrestaurant, Lagerräume, sind keine Fenster, Garderobenbereich und ist der eigene Eingang für Gäste mit Hund und auch noch der Baumaterialienlagebereich. Das ist dreigeschossig geworden insgesamt, jetzt sind es viergeschossig dazu gebaut. Sind wir 700 Quadratmeter in diesem Bereich. Viele weitere Dinge haben wir noch gemacht mit Gymnastikräumen, Redesign, alles neu, kommt auch aus Frankreich. Davor haben wir eine große Steinterrasse, also Terrassen mit Steine belegt gemacht, damit die Gäste hinausgehen können, das genießen können. Gartenanlage musste neu gemacht werden, weil wir haben ja drei Kräne gehabt, mussten wir über das Gebäude drüber die Baustelle versorgen. Weil ich es nicht erlaubt habe, dass sie durchs Haus gehen mit den Baugeräten, das geht natürlich nicht. Sieht man noch ein bisschen was, da bin ich jetzt falsch gegangen. Innenhof mit ganz toller Bepflanzung, ganz Besonderheiten, schnell alles gemacht, also wunderschön alles. Sieht man vom Dach hinunter noch, am Abend, wenn die Kerzen brennen, ist es eine Traumatmosphäre. Der Blick dann hinunter zum Badebereich. Steinterrassen rundherum. Das ist auch. Oh, jetzt sind wir schon fertig. Gell? Die Patrick, der Nela und der Junior. Und das bin glaube ich. Ja. Gut. Bin ich glaube ich ganz gut unterwegs. Gibt es Fragen? Zum tollen Larimar. Habe ich jetzt viel geredet? Sehr ausführlich. Ja. Okay. Dann. Wenn wir dies einmal abschalten. Oder darf ich dich gleich bitten, Jürgen? Okay. Ich glaube, Standing Ovations werden sehr gerne angebracht. Nein, no, brauchen wir nicht. Alle ja. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Pressevertreter, aber vor allem liebe Familie Haberl, Johannes, Daniela, beziehungsweise natürlich auch Kommissar Hans Haberl. Also ich glaube, das war eine Erfolgsgeschichte, die da vorhin präsentiert worden ist. Ein Meilenstein in der Geschichte des Larimars, glaube ich, hat sich da zugetragen. Aber natürlich auch ein Eckstein und ein Eckpfeiler ist wieder geschrieben worden, aber nicht nur für Stegersbach, sondern ich glaube auch für die gesamte Region. Ich bin natürlich stolz drauf, Hans, dass du sozusagen jetzt wieder hier in das Hotel investiert hast. Es ist ja wieder einiges passiert. 2007 im Prinzip, innerhalb kürzester Bauzeit, wenn ihr das richtig recherchiert habt, 10 Monate, 11 Monate war Bauzeit, war damals schon ein knackiger Zeitplan. Jetzt auch wieder 2023, in einmonatige Bauzeit diese Umbautätigkeiten durchzuführen. Mit einem Monat erschließen, nur also da könnte schon einiges Talent dazu, das Gesamte zu bewerkstelligen und dann natürlich auch die zeitliche Abfolge da auch zu gewährleisten. Aber das Produkt hat man wieder mal gesehen, es ist sensationell geworden, allein schon bei den Bildern von den Zimmern, ja, ich bin so richtig entspannt worden, muss ich jetzt ehrlich sagen, jetzt das einmal in Natur zu sehen, auf das gefreue mich schon. Und es ist wieder mal deine Handschrift da auch gewesen, die du da eben dementsprechend gesetzt hast. Und der Erfolg gibt dir natürlich recht. Einerseits die Qualität, die du da bietest, als eines der Top-Hotels hier in Stegersbach, und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, als Marktgemeinde oder als Führung von der Marktgemeinde, dass wir die da sozusagen auch mit Stegersbach in Verbindung bringen können. Der Erfolg gibt dir recht. Du hast vorher gesagt, wir können nicht einmal ein Zimmer anschauen. Ich hoffe, vielleicht, wenn jemand jetzt da vielleicht auszieht, das heißt dementsprechend, du hast Vollauslastung auch, gerade aktuell bei dieser Wettersituation. Und das Hotel ist dementsprechend auch toll gebucht und ich glaube, es wird auch weiterhin so gehen. Wenn wir schon dabei sind,
möchte auch noch kurz nennen, dann der Vergleich wird immer wieder in Ziffern auch genannt, wenn es jetzt hernimmt, 2022 und 2023, die ersten Monate 1 bis 5, eine Steigerung von 2000 Nächtigungen, nur in diesen 5 Monaten eigentlich im Vergleich des Vorjahres eine Top-Sache und Gratulation auch dazu. Ja, was man da so gesehen hat, im Prinzip ist sehr, sehr wichtig auch das Thema Nachhaltigkeit, dass die auch sehr, sehr wichtig ist und das auch so beanspruchen, also nicht die Umwelt, sondern die Mitwelt. Ja? Und das ist ein wichtiger Aspekt, der immer wieder mehr in den Vordergrund tritt und der auch sehr, sehr wichtig ist, ja? die Umwelt mit einzubeziehen und auf diese Acht zu geben. Wir haben nur eine Umwelt und ich glaube, das ist Gebot der Stunde. Es ist nicht nur 5 vor 12, es ist ja ein paar Minuten vor 12, da wirklich Maßnahmen zu setzen. Und möchte da auch Danke sagen, also wir haben ja auch seit dem Stegersbach das Stegersbach 2040 Projekt gerade laufen, wo es verschiedene Themenbereiche, Handlungsfelder, Themenfelder zu erarbeiten gibt und du bist auch immer wieder bei den Sitzungen dabei und wir sind auch sehr angetan eben mit deiner, sagen wir, mit deiner profunden Meinung, die du hast, natürlich Bad Assmersdorf, früher 21 Jahre geleitet, jetzt oder Entschuldigung, Bad Waltersdorf 21 Jahre, jetzt natürlich da sehr, sehr erfolgreich hier in Larimar. Da ist es sehr, sehr wichtig, auch auf diese Person und vor allem auch auf dich zu hören, was eben die Weiterentwicklung des Tourismus betrifft, was die Entwicklung von Stegersbach eigentlich betrifft. Und da will ich auch jetzt Danke sagen, dass du diese Zeit dafür auch immer wieder aufwendest. Das ist noch ein Anliegen. Ja, also sonst halt ist da natürlich auch immer einiges rausgekommen. Ja, natürlich das Thema nachhaltig, jeder assoziiert es im Prinzip mit einer PV-Anlage, das ist immer das eine Thema, aber es rundet das Gesamte natürlich ab. Es gibt verschiedenste Dinge und du hast es eh mit deinen Bioinseln und dergleichen, ist das ein Gesamtkonzept, das du dich abbildest oder abbildest. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und das gehört auch präsentiert und das gehört auch in der Öffentlichkeit auch ausgetragen. Und dafür ist auch diese Pressekonferenz heute da auch da, dass es sozusagen auch weitergegeben wird, was in Stegersbach, was hier in Larimar vor allem auch wirklich gemacht wird. Thema Photovoltaik, auf das möchte ich nur kurz eingehen. Du hast jetzt auch deine PV-Anlage erweitert, nicht nur jetzt am Haupthaus, sondern auch am Mitarbeiterhaus. Ich habe da mal kurz recherchiert und die Auskunft von der Burgenland-Energie bekommen, also alleine Stegersbach haben wir 2,3 Megawatt Peak, die wir aktuell sozusagen, die aktuelle Verträge mit der Burgenland-Energie haben und das ist schon sehr, sehr viel. Ich habe jetzt zwar keine Vergleiche, es hört sich für mich das toll an und ich bin echt stolz drauf und da sind auch immer wieder drauf und dran, dass wir auch Flächen, die der Marktgemeinde Stegersbach gehören, also Dachflächen jetzt vor allem mit Photovoltaik-Elementen ausstatten. Aktuell haben wir gerade das Feuerwehrhaus, das bereits installiert wurde, aber das jetzt auch die nächsten Tage aufs Netz geht und auch die Tribüne vom Sportverein Stegersbach wird auch damit ausgestattet werden. Also wir sind auch drauf und dran, auch unseren Beitrag für eine nachhaltige Mitwelt auch zu leisten. Ja, ich möchte nur nochmal Danke sagen. Ich habe vorher, du hast gesagt, okay, dieser Blick aufs Rathaus, ja, ich hab den Blick aufs Larimar, wobei ich würde den tauschen mit dir, also ich würde gerne von da aus Rathaus runterschauen, das ist die Zeit, was ich angenehm für mich. Nein, ich sage danke, dass du so einen Weitblick hast, dass du so eine Energie hast, aber auch natürlich auch mit deiner Familie, mit Johannes und auch mit der Daniela, sozusagen gemeinsam, dass ihr das gestaltet und auch immer wieder für die Mitarbeiter da seid und natürlich auch für die Gäste da seid. Ich kann nur herzlichen Dank sagen dazu und ich bin überzeugt davon, dass der wirtschaftliche Erfolg sich weiterhin einstellen wird und ich bin schon auf deine nächsten Projekte gespannt, aber ich möchte ganz ein bisschen immer deine Meinung auch immer wieder zu hören und dass wir gemeinsam was gestalten und weiterbringen können. In dem Sinn, herzlichen Dank dafür und danke, ich freue mich auf den Rundgang. Ja, super, danke vielmals. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familie Haber, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren der Presse, sehr geehrter Südburgen Landmanager des Tourismus, meine Damen und Herren, eine große Freude, heute hier dabei zu sein. Nur zwei Bemerkungen. Ich habe die Möglichkeit heute gehabt, den vietnamesischen Ministerpräsidenten in Eisenstadt zu treffen oder Sie hier im Hause Larimar. Die Entscheidung ist klar, ich bin da. Warum ist das so wichtig? Warum bekomme ich das? Ich denke, dass es eine große Wertschätzung ist für uns alle, dass wir heute mit dabei sein können. Nächster Expansionsschritt. Und ich möchte mich auch hier im Namen des Landes sehr, sehr herzlich bedanken. Ein Vorzeigehotelier, ein Vorzeigeoase, Wohlfühloase. Das Wort Hotel umfasst das alles gar nicht mehr, was hier der Gast erfahren kann. Also da braucht es einen eigenen Ausdruck, weil Sie werden kein zweites vergleichbares Projekt und Objekt
im ganzen Burgenland und ich weiß, ich kenne die Hotels alle finden, wie hier dieses Haus. Was ist das Erfolgsrezept? Ja, ich darf vom ersten Tag an sozusagen vom Spatenstich dieses Hotelprojekt, diese Wohlfühloase begleiten. Und ich weiß auch, wie viel Herzblut, Emotion, Enthusiasmus, Motivation, aber natürlich, und das möchte ich auch hier klar sagen, Den wir nicht stellen. Alles gut. Im Übrigen, falls nicht auffällt, ist mir auch so ein, ja, bravo. Extra heute in der Früh ausgesucht. Danke. Aber auch natürlich das finanzielle Risiko. Wir sitzen alle da und wissen aber ganz genau, da wird so viel investiert. Und nehmen die ganze Geschichte her. Und jetzt haben wir nur verfolgt und heute mitbekommen, was 2019, 2020, 21, 22, 23 neu investiert wurde. Zum bestehenden Hotelkomplex. Und das ist immer natürlich ein finanzielles Risiko für die Eigentümerfamilie. Und der Herr Haberl, Kommerzialrat, Geschäftsführer und so weiter, mehrere Titel und ausgezeichneter von Österreich, Europa, das letzte war der Award vor kurzer Zeit. Auch dazu möchten wir heute gratulieren. Richtig. Also viele Auszeichnungen, weil ich denke, das steht Ihnen auch zu. Aber meine Damen und Herren, nochmal, es ist ein riesiges finanzielles Risiko. Und wenn jemand, 21 Jahre Waltersdorf ist gefallen, sich dann entscheidet, selbst Eigentümer zu werden, und wir haben viele, viele, viele Gespräche geführt, dann heißt das immer, ich investiere, leg viel Geld da, gehe ein Risiko ein und warte, ob meine Angebotspalette dann noch für die Gäste passt. Und ich denke, dass das genau hier passiert ist, nämlich im positiven Sinne. Das wurde angenommen, Gott sei Dank. Was ist heute der Tourismus in der Faszination vorher, das Burgenland, das Südburgenland, das Österreich? Das sind ja nur kleine Destinationen. Worüber wir oder womit wir täglich zu tun haben, ist natürlich Zeiten wie Corona, Zeiten wie die Menschen müssen sich auch den Urlaub leisten können. Und ich habe damals schon am Masterplan für Stegersbach mitarbeiten können. Und damals gab es ja auch eine Umfrage. Und Sie werden jetzt nicht überrascht sein. Burgenland ist Neusiedlersee. Damals. Damals. Wenn wir Gäste befragt haben, national, international, auch im deutschen Bereich, kann man ja gut erinnern an die Studie, dann haben die gesagt, Burgenland ist Neusiedlersee. Ich war natürlich als glühende Südburgenländerin trotzdem, trotz aller Emotionen für unser gemeinsames Südburgenland nicht überrascht. Jetzt hat das Südburgenland investiert, viele Hoteliers investiert, vor allem natürlich die Familie Haberl mit großem Risiko, so wie ich das vorher gesagt habe. Dann waren es gute Jahre. Das Hotel wurde ja sofort angenommen. Mit höchster, wenn man sie anschaut, sie verreisen ja auch, dass man am liebsten da sein könnte und das Hotel mit Wellness, Medizin, mit dieser Exklusivität in jedem Detail. Da müssen wir eigentlich nirgends mehr hinfahren. Wir tun es trotzdem. Der Gast macht es ja auch. Das Hotel wurde super angenommen. Die Gästebewertung 99%. Jetzt wissen wir, wir alle als Gäste sind ja auch nicht immer einfach. Wir wahrscheinlich sind tolle Gäste. Es gibt aber auch andere, die sozusagen die Mücke, oder sagen wir so, die Erbse, die berühmte Erbse suchen. 99% Gäste, positive Gästebewertung. Höchste Qualität, höchste Zufriedenheit. Dann, nach diesen Erfolgsjahren des Larimar, kam Corona. Na boom, viele Gespräche geführt. Wie besteht man das? Die Verteuerung, welche Menschen können sich das noch leisten? Als wir damals Stegersbach sozusagen vom Land her auch begleitet, mit Stegersbach gemeinsam mit den Hoteliers, brauchen wir 1000 Betten? Das war eine große Frage. Mittlerweile haben wir weitaus mehr und es hat sich gelohnt. Meine Frage war damals, jetzt weiß ich schon, Südburgenland ist das Kellerstöckl für eine andere Gästeschicht. Aber für die exklusiven Gäste kann man da gut erinnern, lange her, als ich die Frage gestellt habe, was ist, wenn Krisen kommen?
wird sich der Gast ein so exklusives Angebot im 4-5-Stern-Plus auch leisten können? Ja, er kann sich das leisten und tut es auch. Warum? Weil er es braucht. Die Zeit ist hektisch geworden und genau das bietet alles. Das bietet das Hotel. Gesundheit, Wellness, Entspannung, Erholung, präventive Maßnahmen, das möchte ich nicht vergessen. Der Herr Kommensal hat ja das auch x-mal da dargestellt. Ich brauche also etwas, Rückzug. Ich brauche auch einen Freiraum. Weil wenn ich fahre A, leider viel zu selten Urlaub, dann will ich aber A mit meiner Familie und vor allem auch mit meinem anderen Gespräche führen, ohne dass die nächsten drei Tische uns verfolgen und mitschreiben. Und genau diese Freiräume, das ist mir aufgefallen. Obwohl es vorher schon so großartig war, die Freiräume und diese Rückzugsgebiete, egal wo es ist, von der Kosmetik bis zum Einkaufen, bis zum Essen und so weiter, das alles wurde jetzt noch verbessert. Ich bin also hundertprozentig sicher, dass das wie bisher und noch in größerem Ausmaß angenommen wird. Ja, und ich lebe auf dieser Welt wie Sie. Ich weiß schon, dass das ein oder andere Hotel vielleicht Probleme hat. Das weiß ich, das verfolgen wir. Aber das Thema ist, dass ich immer, immer investiere. Der Gast, der sich diesen Urlaub leisten möchte und tut, und das mehrfach in Kurzurlauben, wie wir auch sehen, auch da entspricht ihr nicht der sozusagen Durchschnitt. 3-4 Mal aber 2,3% Nächtigung, heißt von Freitag, Samstag, Sonntag sind die Gäste wieder weg. Sondern es geht auch immer um die längere Behaltung der Gäste. Hier gibt es Kuren, hier gibt es Angebote, weil wenn ich schaue, ein Burnout-Prävention oder egal welche Kur oder welches Angebot hier im ärztlichen Bereich ist, das geht nicht mit 2 Tagen. Wir wissen alle, dass die Erholungsphase länger braucht. Also auch das ist etwas, was Vorbild im ganzen Burgenland ist, nämlich die Gäste länger bei uns zu behalten. Ich möchte mich auch bedanken, und das ist auch nicht so selbstverständlich, das ist aber genau etwas, wo der Herr Haberl selber Mitarbeiter war und diese Erfahrung hat er gemacht. Und mit Mitarbeitern, gehen Sie in Hotels, gehen Sie in die Gastronomie, überall werden Sie sich anhören. Ich kriege mindestens wöchentlich Anrufe, hören Sie, bei Ihnen ist so die Drehscheibe, ich mache ständig Sprechtage, Homes Night Mitarbeiter für uns. Im Tourismus ganz, ganz schwierig. Warum gibt es da Gästehaus? Ja, aber auch Mitarbeiterhaus. Ich muss also ein Angebot schaffen, um gute, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben. Ich war vorletzte Woche bei einer internationalen Tagung, letzte Woche war ich dann in Bregenz und zweimal bin ich in Bertschak stehen geblieben. Warum? Da habe ich halt so meine Studenten und auch vorher, vor der Matura, habe ich jedes Jahr gearbeitet in Bertschak. Dort kann ich halt nicht vorbeifahren oben, sondern sage ich mir, fahren wir schnell durch. Warum tue ich das? Nicht nur aus Sentimentalität, sondern weil es darum geht, dort ist einigen wenigen Hotels geglückt, diese Krise, das Ausbleiben der deutschen Gäste, zu überleben. Aber es ist nie mehr das Bergschacht, das es einmal war. Ich habe mit dem Landeshauptmann Kaiser auch darüber geredet, letzte Woche. Wenn eine Tourismusdestination einmal nicht mehr dieses Niveau hat, dann wird es schwierig, das Niveau wieder hinaufzufahren. Das kann ich nur mit ständigen Investitionen. Und genau das ist es. Mein Hotel damals gibt es nicht mehr, wo ich gearbeitet habe, sehr lange und sehr oft und viele Jahre. Hat mich auch nicht verwundert. Damals hat man einfach versäumt, mit den Gästewünschen mitzugehen. Da tut man das. Und ich weiß ja, dass im Hause die Gästeevaluierung, Befragung sehr ernst genommen wird. Und da wird eben investiert in etwas, wo der Gast dann sagt, okay, die haben mich angehört, da komme ich wieder. Es ist also ein Vorzeigeprojekt, ökologisch, Ärzte, viele Köche, gesunde Ernährung. Würde gut sein, wenn wir da öfters Station machen in diesem Haus. Nur ist gar nicht so einfach. Aber zum Unterschied von jenen, die es nicht immer schaffen, die Auslastung, hast du da, Gott sei Dank, eine Warteliste, sozusagen wie beim Arzt. Lassen Sie mich zum Abschluss kommen. Es war eine umfassende Präsentation. Ich durfte auch schon Gast sein in diesem Haus. Ich habe also
alles genießen können. Natürlich noch nicht das neue Ambiente, aber es war das, was bisher geleistet wurde, schon großartig, phänomenal. Eine Wohlfühloase, so möchte ich bezeichnen, weil ich mich so wohl gefühlt habe hier. Und im Namen des Landes noch einmal herzlichen Dank. Genau solche Unternehmer, und letztendlich seid ihr Unternehmer, mit hohen, wie ich vorher schon gesagt habe, persönlichen Rundum-Einsatz, das weiß ich. Ich möchte mich aber auch bedanken für die Mitarbeiterarbeitsplätze und für das, was ihr hier schafft. Ich kenne ja viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen persönlich, nämlich nicht das Problem, keine Mitarbeiter zu finden, sondern die sind da und werden aber auch gut begleitet als Mitarbeiter und wertgeschätzt. Was mir auch wichtig ist, ich komme aus dem dualen Ausbildungssystem in meiner Ursprünglichkeit, Lehrlinge. Ich kann heute, und das ist jetzt eine kleine Attacke, sozusagen an jene, die jammern und sagen, ich kriege keine Lehrlinge, ich weiß, dass schwierig ist. Absolut. Aber auf der anderen Seite muss ich heute für einen Lehrling auch ein Angebot legen und ihn begleiten und ihm die Chance geben, aber auch die Berufsaussicht und die Zukunftsaussicht. Das ist hier passiert. So ganz besondere Lehrlinge, wo die Eltern schon alles aufgegeben haben und der Herr Haberl kriegt dann die und die werden dann super normale Erwachsene, vernünftige. Auch das wissen wir beide, von wem wir reden. Eine Zukunft im Beruf gibt es nur, wenn ich als Lehrling eine Chance habe. Da gibt es eine. Und ich möchte Sie alle sozusagen als Presse jetzt benutzen und Sie auch bitten, auch immer sehr wertschätzend über den Tourismus. 33% haben wir in Wertschöpfung aus dem Tourismus in Burgenland. Das heißt, 33% Menschen arbeiten da, sind natürlich, der Herr Bürgermeister hat es ja gut, der kriegt ja von da ein bisschen Geld. Also den 5%, oder? Es ist eine Wertschöpfung, die im Land bleibt. Was mir ganz wichtig ist, aber auch, dass es darum geht, dass die Region mitlebt. Und wir haben oft genug, du warst ja auch Regionsentwickler in Bad Waltersdorf, wir haben oft darüber geredet und darum ersuche ich Sie, auch wirklich in Ihrer Berichterstattung zu sagen, Mitarbeiter, Lehrlinge, es wird immer jemand aufgenommen, weil es nie genug an Exklusive geht und die Gäste wollen begleitet werden, betreut werden. Die Tourismuszahlen, schwierig nach Corona, keine Frage. Hotels wie diese helfen damit, dass es auch gut weitergeht. Aber ich möchte Sie auch bitten, darüber zu berichten, dass hier die Region zu Hause ist. Von den Weinern. Ich habe gestern Gespräche mit Winzern gehabt, aus dem Nordburgenland. Wir merken das natürlich alle, wenn wir Probleme mit Neusiedlersee haben. Keine Frage, wenn die Gäste ausbleiben. Aber auf der anderen Seite lebt die Region mit und weitere Arbeitsplätze im Umfeld, im Tourismus, Nebengewerbe sozusagen, merken wir ja, weil es genug gibt und es braucht noch mehr regionale Erzeuger. Auch darüber haben wir oft geredet. Auch dazu bitte ich Sie, dass Sie das weitergeben. Ich brauche nicht noch Wien mehr fahren und der Wochenpendler oder Tagespendler sein und 4 Stunden im Bus sitzen. Wir brauchen die Menschen da. Ich bitte Sie, das auch mit Ihren, wenn es Ihnen möglich ist, das auch zu betonen. Wir brauchen Menschen in der Region als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Wir brauchen Menschen als Selbstständige. Der Mut zur Selbstständigkeit. Da kann man gut davon leben, wenn man gute, regionale, edle Produkte erzeugt. Da scheint mir das Spirit noch ein bisschen zu fehlen im Bezirk und im Südburgenland, weil ich kann Ihnen schwören, dass die Hotels hier und in der Umgebung, aber besonders natürlich Sie, jedem regionalen Produzenten die Chance geben, dass er da was verkaufen kann. Wir suchen nur oft. Ja. Gemeinsam ja. Neu. Also auch hier der Aufruf. Ich möchte schon zu Ende kommen. Ich kann nur gratulieren. Wir haben ja fleißigst mitgeschrieben. Einige Dinge wusste ich auch nicht. Ich kann nur gratulieren zum nächsten Schritt, zum ökologischen. Die Menschen wissen, der Tourismuschef des Südburgenlandes ist da, dass die Menschen immer mehr Ökologie, Umwelt, Mitwelt, haben wir gerade gehört, wollen. Dass Sie sich bewusst deswegen das Hotel aussuchen, verstehe ich. Viel Erfolg in der Zukunft, viele Gäste, damit sich diese Investition reinvestiert, indem Sie viele Gäste noch zusätzlich zu den Stammgästen haben. Ja, viel Erfolg weiterhin. Mehr geht ja gar nicht an Qualitätssteigerung, aber ich bin sicher, Sie werden es wieder irgendwas überlegen. Wir haben ja gesehen, es gibt schon wieder weitere Gedanken.
Vielen Dank. Es geht immer besser. Ich bin immer und überall. Das Land Burgenland ist sehr stolz auf dieses Haus. Herzliche Gratulation. Danke vielmals. Wenn du es warst, soll er haben. Naja. Ja, jetzt haben wir eigentlich eine gute Zeit. Bitte.